Hallo und willkommen zurück bei Tom Clancy Ghost Recon Wildlands mit der Tibra an der Minigun und mir dem anderen. Okay, wir haben gerade vorher markiert zu einem Konvoi. Ich glaube, der steht da oben gerade. Ja, das ist dieser Nahrungsmittelkonvoi, den wir angreifen sollen für die Rebellen. Das sind ungefähr 5 oder 6 Autos. Minigun sollte das kein Problem sein. Dann halte ich mal schön drauf. Wo fangen wir an? Der weiße oder der ja, ganz hinten? Also den Medikamenten-Dings. Ja, den ganz hinten wegputzen, oder? Oder ganz vorne? Es sind zwei Medikamenten wegen, schau. Ja, geht schon. Du halt dran auf den letzten. Geht schon. Gleich den nächsten. Da steht noch einer. Nein, nicht den. Der hat auch geschossen. Ist okay. So, dann schauen wir, dass wir die einholen. Bereit für den Angriff. Das waren alle. Wow. Oh, oh. Fahren wir nicht mehr? Na, unsere Brennstärke aus. Oh, shit. Oh nein. Es ist überhaupt sehr spannend gerade, weil okay. Bist du wieder da? Ja, ich bin wieder da. So, steig ein. Lass mal das noch einholen. Okay. Brennt sicher, wie wir das noch schaffen. Aber das waren so viele Begleitfahrzeuge. Ja, drei oder vier hätte ich doch geschafft. Ja, du hast alle geschafft, nur die zwei sind uns abgehört. Bleiben die nicht automatisch stehen, das wäre schade. Ja. Ups. Du geh rein. Ja. Wow, du, so einen Wagen hätte ich gern. Das schafft. Okay. Du, die Bude ist voll. Kein Problem. Ziehen rein, der hat. Oh Gott. Ja, falsche Richtung. Halten Sie den Konvoi auf. So, aussteigen. Aussteigen. Super. Können wir das jetzt überhaupt noch? Jagen zu Fuß. Wieder? Was? Das ist eine Kamikaze-Geschichte. Ja. Nein. Noch zeigt es mir an, dass mein Konvoi. Ah, der Konvoi ist in die andere Richtung gefahren, das gibt's ja jetzt nicht, oder? Mhm. Ach du Kacke! Ich kapere unser Auto. Ja, ich bin eh außer Atem. Nicht dieses Kackauto, schon wieder dieser Bus. Ich glaube, die kommen da jetzt alle zu mir. Okay. Ja, so ist es.
Das nennt man dann auch wohl Blitzreisen. So, dann schauen wir, dass wir da irgendein Auto anhalten. Ich hätte wieder eines. Wart's ab, wo ich wieder auferstehe. Ich schau mal, wo der Medikament ist. Okay. Wo bist du? Ah, ich seh dich. Ah, ja. Ich hol dich. Ich komm mal zur Straße, ne? Haha. So, einstecken. Einstecken. Und da schon wieder. Da kann ich ja nicht schießen mit dem Backup. Alter! So brauchst du ein wenig. Ja, wir müssen da gleich das Auto noch mal tauschen. Auto gelöscht. Ja, leider nicht ganz. Na geh! Na, du siehst ja nichts mehr. Bormel schickt uns ein Video. Sie hat wohl neue Infos zu El Emissario. In den Backraum kann ich nicht schießen. Ja, ich weiß. Noch mal zurück vor der letzten, vom letzten Auftrag und ihr holt uns so ein Jeep, glaube ich. Ja, da muss ich. So. Genau der hinter uns, der ist denn jetzt. Ah, der ist vorbeigefahren! Gibt's das? Kann wir hatten den so schön geparkt. Was ist das da für ein Auto? Nein, kacke. Ach Gott, gibt's da nirgendwo Autos? Kommt was Gescheites? Gut. Hast du auch ein Video verfügbar? Ich schau gerade, wo der Medikamententransport fährt. Der fährt jetzt da drüben. Da, jetzt habe ich einen Pickup. Bleibst du stehen, ich erschieß dich. Gibt's das? Der raus da. Sorry, Kumpel, aber ich brauch den Auto raus. Hinten einsteigen, das ist sicher. Naja, ich steig mal da ein. So, und wir müssen. Okay, der kommt uns entgegen. Ja, der fährt da innen im Kreis. Ja, nachdem die Begleitfahrzeuge halt unterwegs sind. Wir müssen nur warten, bis er über die Brücke ist. Genau. Aber nicht mehr allzu viel auf den Conway selbst schießen, sondern nur auf die Fahrer, die drinnen sind. Okay. Ja. Ich glaube, ich brauche noch einen anhalten. Da steht er auch. Da ist ein Panzer gerade. Naja, stimmt. Sollen wir den holen? Nein, das dauert zu lange. Ich glaube, da stehen die ausgehängten Autos. So, da müssen wir rein. Jetzt sieht YouTube wieder aufregend in der Musik. Das schau ja, da sind schon welche noch. Macht euch mit Baumans Briefing über Santa Blancas Kunstproduktionspipeline vertraut. So, gleich. Mal ein bisschen wissen. Venga ist wohl eigentlich eine Chemikerin. Sie hat hier für eine NGO gearbeitet. Kannst du dich nicht hier auf die Straße stellen? Ja, mach mal. Keine Ahnung. So, jetzt die muss das dann aufgewacht. Okay. Wir könnten das Auto, das hier ist, auch nehmen oder Straßensperre machen. Ja. Holst du? Mhm. Da kommt er. Einer liegt noch. Auf geht's. Ach, das war der falsche, glaube ich. Nein.
Sie den Konvoi. Oh, yes! Das macht man gern beim Kollegen. Und den Konvoi markieren. Konvoi markieren. Ja, ich heile dich noch. Ach so. Wie markiere ich den Konvoi? Ah. Y. Sehr gut. Ich melde dir, wo das Zeug ist. Na bitte. Okay, ich bin eingestiegen. Ich habe ihn markiert. Zeitlich. Du musst hingehen. Okay. Ja, na, passt. So, wir haben den. Das heißt, wir schnappen uns irgendein anderes Auto. Nein, ich will nicht einsteigen. Das ist Jo, was gibt's noch? Ich kann den nicht markieren, aber ich glaube, das hat für uns beide. Okay, na, ich bin zeitlich. Aura, geh! Wollen wir matar, pues? Ja, das bin ich, aber ich glaube, das hat für uns beide. Gut, dann würde ich sagen, haben wir abfangen hier, oder? Ja. Weil wir waren da die Übeltäter des Ganzen. Nächsten Sie jetzt. Sind schon wieder weg. Gott. Also, diese Bolivianer. Die sind sehr emotional. So, da. Dort hier Unidad-Soldaten? Ja, ich sehe es gerade. Warum explodiert da drin was? Ah, da ist ein Alpaka. Kann man Alpaka reiten? Was ist denn da los, bitte? Und da ist einer. Ups. Siehst du ihn? Hinterm Baum. Ich schon mal rumlegen. Das zeigt dich doch. Warte noch. Jetzt kommt er. Okay. Ja, danke schön. Ja, da müssten noch welche sein. Geradeaus darauf noch ein Stück. Ja, ich habe ihn markiert. Ja. Achtung. Habe ich. Dankeschön. So, wo geht's als nächstes hin? Ja, wir hätten gleich da Fertigkeitenpunkte auf dem Berg oben. Auf dem Berg oben, das da rennen wir. Ja. So. Okay. Los geht's. Los geht's. Und Vollgas. Kaktus. Das ist durchs Gestrüpp. Der muss sich schon ein bisschen auf, du oberhalb, ich unterhalb oder umgekehrt. Mhm. Mhm. Ich versuche da diesen Grat entlang rauszukommen. Ja, was? Ich schalte kurz einmal auf die Map, mal schauen, ob... Ah ja, der Medikamententransport ist erledigt. Okay, passt. Wirklich. Kann man denn nicht mehrmals machen? Hat wirklich funktioniert. Nein, es gibt mehrere, glaube ich. Also im nächsten Gebiet gibt es dann auch wieder einen. Also. Aber da, für dieses Gebiet haben wir ihn erledigt. Dann komme ich da jetzt nicht drüber, doch. Ein Stückchen habe ich noch, dann fangen wir schon mal zum Ausspionieren an. Vor allem schauen wir mal, was sie ist, ne? Ja. Ah ja. Was haben wir denn Schönes? Mhm. Was soll das da sein? Eine Ruine, bei der ich im Moment nichts erkennen kann. Ich sehe da eigentlich gar nichts sowas. Die gehe auf Scharfschützengewehr und gibt da Deckung. Mhm. Ich glaube, das ist nur wieder so eine Grabstelle, oder?
Ja. Ist der Mensch schon dran? Ja, also Grabstelle. Okay. Juhu. Ah, da liegen Dokumente. So, nein, Abzeichen. Ja, so Abzeichen. Hier ist ein Kartellorden. Da wird aber ein kleiner Gangster traurig sein. Mhm. So, Dali. Kokapflanze. Ziemlich cool. Fertigkeitspunkte an der Farm wären dann noch. Ja, stimmt. Bonusorden? Ja, dann. Na auf dann zu der Farm. Auf zu der Farm? Die sind wir markiert. Die werden wir auch irgendwie per Fuß laufen, oder? Seit dem letzten Auto-Einsatz wieder alles zu Fuß gemacht. Ich steig da nirgends rein. Bergab geht's ja immer schön. Geh. Ja, da oben liegt ja immer schon irgendwo was finden. Genieß die Gegend. Irgendwo wird schon Santa Blanca oder Unidad herumgreifen. Es kreucht und fleucht. Der Bergab geht, das ist total cool. Hm. Ui, holle. Ich glaube ja fast, dass da oben in diesem Palast oder was das sein soll, dass da dann das Hauptquartier ist. Bin schon sehr gespannt auf den Einsatz da oben. Aber dann würden sie es uns nicht jetzt schon zeigen. Mhm. Es ist ja unvorstellbar riesige Map, 21 so Provinzen haben wir. 21. Ein paar. Ja. Also, liebe Zuseher, ein paar Folgen werden es noch. Wir sind jetzt gerade am Fertigwerden von der ersten Provinz. Also da kommt noch einiges. Und das waren sicher nicht die größten Einsätze, die wir jetzt gehabt haben. So, hier ein bisschen spazieren. Ich bin fast dort. Ja, leider bin ich auf keinerlei Patrouillen gestoßen. Ja, kurz, jetzt bin ich schon im Wasser. Das letzte Stück wird einmal zu Fuß gemacht. Aha. Bei dir? Ja. Okay. Ah ja. Warte, ich bring mich da in Position. So. Ah, okay. Sind die wieder raus? Sie sind eine kleine Gruppe Tengos. Die sind sie. Ich würde ihn zweier nehmen. Okay, die sind bei mir in einer Flucht. Dann nimmst du ihn eins, du hast der vordere. Ah, scheiß Blätter. Wisch, das muss gehen. Du sagst dann. 3, 2, 1. Und tschüss. Meine Seite ist sauber. Ist dort irgendwas? Ja, Nachschub? Natürlich kann man was markieren. Dann komme ich. Ja, wir wachen doch immer eben zum Käse. Na bitte. Der Holz. So, ich glaube, bevor wir dann den nächsten. Waren wir denn nicht schon mal auf dieser Farm? Nee, oder? Nein. Geradeaus. Irgendwo muss so eine Kapelle sein. Aber wir müssen ja da auch gar nicht hin, oder? Ist ah, doch. Doch, hinterbei. Okay, ich spechle mal durch den Guck. Durch den Guck. Durch den Guck. Ich erkenne eine kleine Gruppe Feinde.
Müssen noch wohl welche sein? So, ich schau mal, dass ich jetzt auf die andere Seite komme. Ich glaube, einer fehlt uns noch. Zwei. Zwei. Okay. Da muss noch einer drin sein. Ha, ich habe ihn. Alle voll blockiert. Okay. Leg dich hin, Mäuschen. Dile que todo va bien por acá. Sí, sí, sí. Geht gerade einer vor zum Teich oder Fluss, was das ist. Okay, du kannst ihn jederzeit. Der Tom ist hin. Okay. Passt. Sind noch... Ist noch einer übrig? Ja, ich habe ihn. Okay, so, das war's. So, alles bereit. Ah, das sind Dokumente bei irgendeinem Auto. So, dann nehmen wir das noch alles mit, ja, was da so gibt. Und dann gibt's noch eine Folge durch. Dokumente. So, wo sind die Dokumente? Da herinnen im Haus. Ah ja, okay. Ich glaube, da ist fast nichts, gell? Ja. Also jetzt zeigt es mir nicht wirklich was an. Okay. Na cool, die Leiche ist weg, der Blutfleck ist da. Sehr praktisch. War der Cleaner schon da? Der Cleaner war schon, ja. Na, ich finde ehrlich gesagt nichts da. Okay. Aber da waren ja auch nur die Dokumente, weil da drüben sind dann erst die... Da drüben ist die Farm, unsere Aufgabe. Genau. Aber bevor wir das angehen, würde ich sagen, wir beenden hier und starten mit der nächsten Folge. Okay. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, schaltet wieder ein bei Tom Clancy Ghost Recon Wildlands mit der Tipa und dem Anduin. Und bis dahin, happy gaming und viel Spaß mit dem Santa Blanca Kartell. Ciao. Ciao.